Ein neues Thema zur Bodenarbeit, der sogenannte Fächer. Carla hat ihn schon schön aufgebaut. Achtet bitte darauf, es besteht aus 5 Stangen. An der engen Seite sind die Stangen ungefähr 20 cm auseinander, am anderen Ende circa 1 Meter oder einen guten Meter. Hier gilt natürlich auch wie immer, das ordentlich aufzubauen mit wirklich gleich breiten Abständen, sonst geht die Stolperei gleich richtig los. Die Kunst ist jetzt zu wissen, wie ist die Schrittlänge meines Pferdes, und daraus ergibt sich dann natürlich, wo ich durch diesen Fächer führe. Beim Pony würde man wahrscheinlich weiter innen führen, beim Großpferd weiter außen. So, Carla führt schon mal an und zeigt uns mal, wie das geht. Zügiges Tempo ist wichtig und dass sie das Pferd auch biegt, das konnte man eben gerade schön sehen, dass das Pferd sich in der Längsachse gebogen hat. Sie wird jetzt gleich nochmal wenden, weil natürlich auch hier gilt, das immer mehrmals zu machen und natürlich von beiden Seiten. Und achtet darauf, dass ihr immer korrekt wendet, das sehen die Richter, und dass ihr alle Hindernisse immer schön gerade anführt und nicht irgendwie krumm und schief. So, hier kommt es nochmal andersrum. Biegung ist sichtbar. Ja, sehr schön. So hat Carla das gut gemacht. So kommt sie durch die Prüfung.